Was geht, Leute? Bevor das Video startet, ich bin hier gerade noch auf der Baustelle von meinem neuen Zimmer. Also bald werden die Streams und Videos hier aus dem Zimmer kommen. Ich wollte euch nur sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Let's go. Und noch als kleiner Spoiler für euch, Leute, hier an diese Decke kommen überall Monitore. Also das wird krass. Den Code auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Weil er meine Worte in Lines. Creative Code für den Ripe. I Crimex OG. Ihr wisst Bescheid. Hey, yo, Leute, Crimex hier. Was geht ab mit Paul Berger? Heute gibt's mal wieder eine Episode von Würdest du eher mit meiner Freundin Mailin. Was geht ab? Was geht? Oh yeah, Leute. Ich denke mal, jeder von euch weiß mittlerweile. Das sieht so lustig aus, wenn sie mit ihrem Affenskin diese Emotes macht. Ich denke, jeder von euch weiß mittlerweile, wie würdest du eher funktionieren. Wir machen das heute folgendermaßen, Schatz, okay? Also, du kannst einen Skin gewinnen. Aber wenn ich gewinne, dann musst du mir einen Skin aus dem Itemshop schenken, ja? So ein Ding ist das nämlich. Und wir werden jetzt hier 15 Fragen beantworten. Wer nach den Fragen mehr Punkte gesammelt hat, der darf bei dem anderen am Ende bei dem 1v1 eine Waffe wegwählen, okay? Also versuch hier möglichst viele Fragen richtig zu beantworten, weil dann hast du einen Vorteil bei dem 1v1 später, okay? Sehr gut, damit sollte übrigens klar sein, Leute. Verprügelt den Like-Button, wenn ihr das Ganze feiert und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und ich würde sagen, wir kommen zur ersten Frage. Würdest du eher niemals mehr eine Pizza essen oder niemals mehr eine Soda trinken? Also damit ist quasi so eine Limo gemeint, also sowas wie Cola, Fanta. Ich würde nie wieder Limo trinken. Boah, ich glaube, ich würde nie wieder Pizza essen. Es gibt genug anderes leckeres Essen. Aber Schatz, wir müssen gleichzeitig reinlaufen, ja? Oh, sorry. So, jetzt hast du nämlich schon gespoilert, dass du den Punkt bekommen hast. So, oh, also erster Punkt geht an Mailin, ja? Ey, Baby, ey, du machst mich fertig. So, okay, warte jetzt, warte. Ich würde sagen, nächste Frage liest du einfach mal vor. Nein, du liest vor. Nein. Du kannst das. Mach jetzt. Lies doch mal vor. Nein, du. Lest doch, kannst du kein Englisch? Doch, aber trotzdem. Lest jetzt die Frage. Nein. Also, würdest du eher jede Nacht Burger essen oder jede Nacht chinesisches Essen essen? Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Also, ich glaube, egal was, Leute, irgendwas hängt einem immer zum Hals raus. Es ist schwierig. Also, ich glaube, ich würde für mich Chinesisch noch auswählen, weil chinesisches Essen ist ja quasi ein größerer Spektrum als nur Burger. Weißt du, wie ich meine? So, da kann man ja mal, keine Ahnung, irgendeine Suppe oder mal Linsencurry oder keine Ahnung was. Ich würde tatsächlich Chinesisch wählen. Was würdest du nehmen? Warte, du kennst mich. Was würde ich nehmen? Ja, Burger safe. Warte, okay, bevor du durchläufst. So. Mailin ist einfach immer, sie will einfach immer zu McDonald's. Also sie wird Burger essen. Ich würde sagen, 3, 2, 1, wir gehen rein. Ja, ich habe den Punkt bekommen. Hä? Nee, bei dir ist hier eine Münze, aber trotzdem ich. Nee, trotzdem bin ich richtig. Okay, ich habe einen Punkt bekommen. Nee, bei dir ist die Münze. Ach so, nee. Okay, warte, das ist so ein bisschen verbuggt. Let's go. Also, Leute, Gleichstand. Nächste Frage. Würdest du eher. Ach Gott, ich muss das erstmal übersetzen. Work a minimum wage job for the rest of your life. Also einen Mindestlohnjob für den Rest deines Lebens machen. Oder live in the wildness for the rest of your life. Für mich ganz klares Ding. Ich würde auch mich für den Minijob entscheiden, weil es steht ja auch nicht in der Frage, dass man nicht noch was anderes nebenbei machen kann. So, du kannst ja nebenbei trotzdem noch so ein Nebengewerbe machen, weißt du, wie ich meine? Und trotzdem in der normalen Welt leben, nicht in der Wildnis. Deswegen, okay, Leute, wir gehen rein. Wir haben uns beide für die gleiche Antwort entschieden und lol. Okay, wir haben keinen Punkt bekommen. 54% haben sich für das Hä? Alter, wie faul sind denn die Menschen? Da, nee, aber das könnte wirklich sein. Das könnte wirklich sein, weil du musst immer denken, was würde die breite Masse sich überlegen. Und es kann wirklich sein, dass die Menschen wirklich so faul sind, dass die sagen, nee, dann arbeite ich lieber gar nicht und lebe lieber in der Wildnis für Hartz IV oder so. So, okay, nächste Frage. Du musst auch mal eine vorlesen, Schatz, bitte. Ah, würdest du eher ein Superheld sein, der von jedem gehasst wird? Boah, oder ja? Ja. Oder keine Arme und keine Beine haben, aber dafür bei von allen geliebt. Ganz ehrlich, du kennst meine Meinung. Warte mal, erstmal, Schatz, erstmal gut Englisch vorgelesen so. Ich weiß gar nicht, warum du dich so gerade geschämt hast. Okay, dann sag mal deine Antwort. Also du kennst mich, also nichts gegen Krankheiten und sowas, alles schlimm, aber ich habe immer zum Beispiel gesagt, es würde für mich nichts Schlimmeres gehen, als beim Unfall irgendwie Arme oder Beine zu verlieren. Kannst du noch daran erinnern? Ja, safe, klar. Nicht, dass es schlimm ist, aber so für mich wäre das wirklich, glaube ich, mit einem bestimmten. Ich glaube, Schatz, ich glaube, das wäre für jeden schlimm, wenn du einfach nichts mehr selbst aber alleine machen könntest. Ich hab dagegen was oder so, aber für mich wäre es einfach das Schlimmste. Ja, safe. Also ich wäre auch lieber ein Superheld, weil das ist ja sogar dann noch krasser, als nur normal gesund zu sein. Du bist ein Superheld. Von mir aus sollen mich alle hassen, ist mir doch egal. Okay, komm, Schatz, wir gehen rein.
Und wow! Ja, wir haben beide einen Punkt bekommen. 68% haben das natürlich auch so gesehen. Würdest du eher ein Lichtschwert haben? Oha. Oder einen Affenhelfer? Also so einen helfenden Affen. So wie so einen kleinen Affendiener, der dir alles bringt und so. Boah, das ist auch lit. So einen kleinen Babyaffen, der so dein Diener ist. Ich würde ein Lichtschwert haben, weil ich kein Tier das zumuten will, dass er mein Sklave ist. Ja, aber so auf sympathischer Basis. Mit dem du so chillen kannst. So ein kleiner Babyaffe, mit dem du chillen kannst. Ich glaube, ich würde den helfenden Affen nehmen, weil ich es einfach so niedlich finde. Okay, also jetzt auf No-Sklaven-Basis angelehnt. Und wir gehen rein. Ey, 64% sind dafür. Aber Schatz, was habe ich dir gesagt? Du sollst warten, dass wir gleichzeitig reinlaufen. Hallo, zerhack mich nicht. Wie oft musst du dir das noch sagen, ey? Voll ausrasten. Oha, oha, es will eins. Oha, ey, Schatz, box mich nicht. Bitte box mich nicht. Okay, nächste Frage, Leute. Würdest du eher have the job of your dreams and always be broke? Also auf Deutsch übersetzt, den Job deiner Träume machen, aber dafür arm sein, also sehr wenig verdienen. Oder have a job you despise but loads of wealth. Okay, also einen Job, den du nicht magst, aber mashallah Geld. Okay. Schatz, was würdest du... Nee, warte, diesmal darf ich zuerst sagen. Okay. Ich glaube tatsächlich, ich würde einen Job nehmen, den ich liebe, mit wenig, wo ich wenig Geld verdiene und würde halt versuchen, da irgendwie was dran zu ändern. Weil Leute, ich sag euch eine Sache, Real Rap, es ist so wichtig, dass man an seinem Job Spaß hat. Das merke ich so an YouTube. Das hat mir nämlich neulich mal meine Mom gesagt, da habe ich mit der so ein bisschen erzählt. Und die hat immer gesagt, morgens... Also als ich noch zur Schule gegangen bin, hat sie mich nie wach bekommen. Ich hatte nie Bock, morgens aufzustehen. Und jetzt, Leute, stehe ich um, keine Ahnung, auch um 6, 7 Uhr auf, wenn eine neue Season kommt. Aber ich mache das mit Liebe, weil ich mache meinen Job gerne. Wisst ihr, wie ich meine? Das, was ich tue, liebe ich so. Deswegen, ich würde immer das bevorzugen, was ich liebe. Und mit Geld kann man ja immer noch gucken, ob man dann irgendwie, keine Ahnung, noch eine Fortbildung oder so macht, weißt du? Okay. Ich will niemals einen Job machen, nämlich. Sie läuft auch hier zu mir. Let's go. Und das sehen. LOL, ey, ihr seid alle so geldgeil. Ja, alle sind so geldgeil. Leute, was würdet ihr nehmen? Seid ehrlich. 64% würden einfach nur das Geld wählen. Schade. Would you rather have shark teeth, also Zähne wie ein Hai, oder lieber gar keine Zähne haben? Boah, das ist eine extrem... Aber warte, das ist eine sehr gute Frage, weil wenn du keine Zähne hättest, könntest du dir künstliche Zähne einsetzen lassen, die dann halt perfekt aussehen. Kostet halt ein bisschen Geld, aber wären halt die perfekten Zähne. Andererseits, wenn du Haizähne hast, bedeutet das aber auch, dass dir drei, also weil bei Haien wachsen, die Zähne wachsen immer wieder nach bei Haien, ne? Das ist auch irgendwie nice. So, das ist ja lit so. Aber ich glaube, ich würde trotzdem keine Zähne wählen und würde mir dann so Veneers oder wie das heißt einsetzen. Vielleicht sogar Iced-Out-Zähne oder so, wäre ziemlich cool. Nee, aber so Hai. Iced-Out-Zähne. Iced-Out, ich kann es nicht mehr hören, der Junge quatscht die ganze Zeit. Aber es wäre cool, seid mir ehrlich, so Gold-Iced-Out-Zähne so, wenn ich summern würde. Und alles wird funkeln, wäre schon cool. Aber Haizähne, Leute, dann würden euch die ganze Zeit irgendwie so spitze, riesen Zähne wachsen. Und ihr könnt gar nichts dagegen machen, weil die immer wieder nachwachsen. Deswegen, ich glaube, ich würde lieber keine Zähne nehmen. Bin noch am Überlegen. Dann überleg mal schneller, Schatz. Ich glaube, ich würde Haizähne nehmen, weil viele haben kein Geld für Veneers oder so. Ist zu teuer. Okay, oh, du bist süß. Ich habe gesagt, warte, bevor du reinläufst. Ja! No! Ey! Was sind das denn hier für... Ja, sie ist mit zwei Punkten schon vorne, Digga. Churada. Have a large painting of yourself, also ein nices, fresh gemaltes Gemälde von euch selbst bei euch. Oder would you rather have a life-size sculpture of yourself, also eine riesige, lebensgroße Skulptur von euch selbst. Was hättet ihr lieber? Erst bin ich mal als erstes. Ja, sag mal. Ich würde eine Skulptur nehmen. Ich würde ein Gemälde nehmen. Weißt du warum? Weil so ein Gemälde so richtig geil, wie ich, keine Ahnung, so auf einem Bärenreiter oder so. So richtig krass. Du hast doch mal erzählt, dass wenn du irgendwann mal Opa bist, hast du ein Büro, wo hinter dir so ein richtig fettes Bild von dir ist. Ja, so Mafia-mäßig angelehnt. So wie der Pate, dass alle mit ihren Problemen zu mir kommen und erstmal so Ring küssen müssen. So ein Opa werde ich. Okay. Let's go. Dann 3, 2, 1, wir gehen rein. Komm, gleichzeitig und let's go! Hey! Yay! Yeah. Sie hat einfach mittlerweile 3 Punkte. Ey, Mann! Bin ich komisch? Bin ich komisch oder sind alle anderen Menschen auf der Welt komisch? Du bist schlecht, Schatz. Hör auf, mich zu mobben. Okay, weißt du was? Ich würde sagen, wir machen jetzt noch stabile 3 Fragen. Das heißt, ich kann entweder jetzt noch aufholen oder ich kann verkacken. So, ich muss jetzt überlegen, Schatz, was macht die breite Masse? 3000 Euro. Ja. Würdest du eher mit Tieren reden können? Ja. Oder würdest du eher jede Sprache komplett fließend beherrschen? Für mich ganz klare Sache. LOL, okay, ich hätte eher gesagt jede Sprache. Weil ganz ehrlich, da wärst du so krank, geschäftlich mäßig unterwegs. Könntest du mit jedem reden, mit jedem auf der Welt krasse Geschäfte und so machen.
Also ich würde safe, dass jede Sprache perfekt sprechen würde. Meinst du damit so mit auf einmal YouTube drehen mit so Franzosen und so? Nein, aber ja, also du könntest natürlich Videos auf Englisch machen. Du könntest aber auch so, keine Ahnung, wenn du in der Türkei bist, in so einer T-Shirt-Produktion direkt mit den Leuten reden und so. Ich glaube, das hätte schon viele Vorteile, wenn du so mit jedem immer sprechen könntest. So, das wäre schon krass. Deswegen, das ist Mylin. Okay, Leute, komm, wir entscheiden uns in 3, 2, 1, let's go! Ja! Ich habe einen Punkt gemacht! Okay, Leute, wir holen wieder auf. Wir holen das Ding auf. Would you rather only be able to whisper? Also, nur die dass du nur die flüstern könntest. Oder only be able to shout? Also, lieber nur flüstern oder nur schreien? Was wäre dir lieber? Oh, das ist eine gute Frage. Ich finde, man braucht alles mal, ne? Wenn du so diskutierst, musst du schreien können. Aber nur schreien wäre halt irgendwie auch so dumm. So. Es ist halt cooler, wenn man wispert. Also, flüstert. Es ist eine gute Frage. Es ist eine gute Frage, ne? Es ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, ich würde flüstern, weil dann versteht dich trotzdem jeder. Wenn du schreist, hört sich die ganze Welt gefühlt immer. Ja, dann bist du einfach nur der Idiot, weißt du so? Lass flüstern und bam! Ja, wir sind beide richtig krass. Okay, 71% der Menschen sind dafür. Kannst so, eh nicht mehr aufhören, einen noch. Wir machen noch einen. Okay, would you rather? Würdest du eher einen Hotdog essen oder einen Burger, Safe Burger? Ich will auch sehr, ich bin auch mehr ich Burgers. Ich mag Würstchen nicht so. Boah, Schatz, lass mal gleich Burger essen, ich hab richtig Bock. Oh. Bist du dabei, Burger? Ich bin dabei, safe. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen rein in 3, 2, 1 und... Ja, nee, ja, doch, die meisten haben es auch so gesehen. Burger ist auch viel fresher als Hotdog, Leute. Seid mir ehrlich, ey. So, 15 Seid zu mir 12, ehrlich. Ich krieg ein Skin von dir. Warte, wir machen noch eine, okay? Wir machen noch eine. Nein. Wir machen jetzt noch eine. Auch. Würdest du eher... Nee, warte, ey, das heißt noch nicht, dass du einen Skin bekommst. Du musst noch das 1v1 gegen mich gewinnen. Das gewinnst eh du. Ja, nee, wir machen... Weil wenn du gewinnst jetzt... Dann mach ich, wenn du die nächste Frage richtig machst, dann werde ich sogar ohne Waffe 1v1 gegen dich machen. Okay. Nur mit Pickaxe. Würdest du eher always speak all your thoughts out? Also immer alles, was du denkst, musst du laut sagen. Okay, das ist krass. Boah, da würde ich so viele Leute zum Mann machen. Spaß. Oder never speak at all. Not having a sign language. Okay, also entweder du musst alles immer sagen, was du denkst, oder generell niemals sprechen. Also entweder bist du stumm oder... Ja, also entweder alles sagen, was du denkst, oder nie sprechen. Alles sagen, was ich denke, weil das mache ich eh meistens. Ich glaube tatsächlich, ich würde... Ja, ich könnte halt nicht mal mehr YouTube-Videos machen, deswegen nehme ich auch nein, das. 3, 2, 1, wir gehen rein. Ja, und das sehen die meisten auch so. Ja, somit hat Mylin mit 2 Punkten Vorsprung gewonnen. Ey. Du hast gesagt, wenn ich das jetzt schaffe, Weißt du was? Okay, ich gönne dir von mir aus den Skin. Wir machen jetzt 1v1. Du darfst Waffen verwenden, ich mache ohne Waffen, okay? Let's go, wir gehen auf die 1v1-Map. So, Schatz. Oh. Such dir jetzt mal Waffen aus, auf die du Bock hast. Oh, natürlich nimmst du hier den All-Gold-Loot. Nimm dir noch eine Scar. Scar ist stark, genau. Ich würde hier die Heavy Pump, die goldene und die goldene Scar nehmen. Das sind die besten Weapons. Ja. Guck mal, und dann mache ich gleich den hier. Dann editiere ich hier gleich auf. Also wir stellen uns hier beide an die Wand. Dann mache ich hier so ein Loch rein. Und dann rennen wir hier hoch. Und dann wird gebaut. Und dann fighten wir. Ich kann aber nicht bauen. Okay, dann... dann schieß mich einfach ab, dann ab, okay? Dann schieß mich dann einfach ab. Ja. 3, 2, 1 und go! Oh Gott. Okay, ich hab hier keinen geschossen. Oha, sie schießt schon. Oha, beruhigt dich! Leute, sie dreht direkt durch! Ah! Oha! Ey, ich glaube, ich muss ein bisschen hier mit Metall bauen. Ich werde dich jetzt wegpickaxen. Hör doch auf zu bauen, du Loser! Oh! Das hat mich gerade mehr Leben gekostet. So, noch ein Hit gegeben. Das wäre so schlecht, wenn du es gewinnst. Sie checkt gar nicht. Komm her! Oh, Baby! Ich hab weggehauen. Oh, Schatz. Okay, bist du bereit? Oh, warte, ey! Hä? Warte. 3, 2, 1, go. Sie schießt mich einfach direkt ab. Komm mal hoch. Oh, oha. Ey, klappt doch gut. Mann!
Egal, Leute, ich würde sagen, Meinin hat das Ding gewonnen. Wir gehen jetzt raus in die Lobby und dann werde ich ihr einen Skin schenken als Überraschung. Okay, Baby, du bekommst jetzt was aus dem Itemshop geschenkt, weil du das Ding natürlich gewonnen hast. Wir schauen mal kurz in den Itemshop rein. Du darfst mir nicht sagen, was du haben willst. Überrasch dich, okay? Wir gucken mal kurz, was gibt's denn hier heute so Schönes? Natürlich mit dem Code iCramixOG auf Ehre. Oh, Leute, ich glaube, das ist das perfekte Geschenk für sie. Ich glaube, das ist das perfekte für sie. Warte mal, was kostet der Hase hier? Okay, okay. Was für ein Golden? Den Goldenen hier? Ja. Nee, warte mal, da habe ich was Besseres. Aber ich muss noch kurz V-Bucks aufladen für dich, Schatz. So, jetzt hat der Schmutzcode funktioniert, Leute. Hier zur Kasse gehen, bestellen und bezahlen. Jetzt haben wir wieder schön 13.000 V-Bucks auf unserem V-Bucks-Konto aufgeladen, damit wir natürlich auch in den Streams wieder ordentlich ausrasten können. Oh, sogar 14.000 V-Bucks. Uff. Ich glaube, es wird dir gefallen. Ich glaube, das ist echt was Cooles für dich. So, zack. Als Geschenk holen. So, bam. Hier, schönes Geschenkpapier auswählen. Und Geschenk ist raus, meine Freunde. Okay, Baby, mach auf. Okay, warte. Ich habe dir eine Hexe geschenkt. Und guck mal, die hat so ein Emote. Geh mal auf das Emote-Rad. Da kann die sich verwandeln in eine böse Hexe. Nein, nicht. Sie macht immer nur den Box-Emote. Nicht den Box-Emote. Geh mal. Ja, genau das. Das ist es. Der Emote, der funktioniert nur mit der Hexe. Jetzt ist sie eine böse Hexe. Jetzt ist sie aber nicht mehr schön. Ja, dann kannst du wieder zurückverwandeln. So, meine Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, das soll es von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dann. Haut rein, Leute. Euer Cramix.